Schon ein paar Tage älter ist die Reihe von Isana, Isana Pure. Ich habe ewig und lange wollte ich das ausprobieren und habe mir das dann grob so vor einem Monat eher ein bisschen länger gekauft und dachte eigentlich, ich habe das immer schon die ganze Zeit im Auge gehabt und geguckt, vielleicht nimmt das Rossmann aus dem Sortiment. Noch ist es nicht so weit, deswegen stelle ich es euch heute vor. Es gibt heute das Isana Pur Serum und wie ich damit zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Bei mir geht es ja ganz viel um Skincare und heute stelle ich dir ein Serum vor, was ich echt gerne mag. Ich mag es wirklich gerne. Ich muss bei dem Serum sagen, ich habe mir da ein paar gekauft zu dem Zeitpunkt und das habe ich so als letztes aufgemacht, weil ich mir dachte, ah, das wird sicher nicht so gut sein, weil ich das schon abgewertet habe. Ne? Also Isana Pure, diese Reihe, die ist ein bisschen untergegangen bei Rossmann. Es spricht keiner mehr davon. Es kommt auch nichts Neues mehr raus, was das betrifft. Und das ist ein bisschen schade. Zumal Isana eben auch die Isana Med-Reihe hat, die sich vielleicht nicht so mit dem grünen Gedanke beschäftigt, aber im Endeffekt doch eigentlich fast gleich ist. Also für den Endverbraucher ist es schwierig zu verstehen, warum es da jetzt zwei Reihen gibt. Und nichtsdestotrotz, ich bin hergegangen, habe mir das Serum geholt und bin monströs zufrieden, kann man an der Stelle sagen. Wir haben hier ein Feuchtigkeitsserum, wo es halt nicht viele Inhaltsstoffe drin sind, ne? Also ich werde euch hier mal die Inhaltsstoffe einblenden. Und da hat man wirklich mal auf diesen ganzen Schnickschnack verzichtet. Es beruht auf Hautberuhigung und Hautbefeuchtung. Aber, und an der Stelle möchte ich es wirklich sagen, warum geht Isana regelmäßig her und schmückt die Versprechen? Das machen natürlich auch andere, aber mir fällt es bei Isana wirklich häufig auf, schmückt die Versprechen von den Produkten so dermaßen aus, dass man sich denkt, das Hyaluronsalz, was hier drin ist, da wird ja wunder was davon erzählt. Hier ist nur Hyaluronsalz drin und dann auch nicht sonderlich viel. Es ist relativ weit hinten. Also es ist keine lange Inkeliste, aber es ist relativ weit hinten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es kann jetzt sein, dass sie was Falsches sagt. Das ist nichts Besonderes, ne? Also es ist das, was man immer wieder vom Hyaluron sagt. Es ist kein Wundermittel, es ist auch kein Zwei-Phasen-Ding, was irgendwie der Hersteller auf der Homepage schreibt. Das finde ich halt immer schade, weil ich bin der Meinung, dass Isana das nicht nötig hat, weil Isana hat im Sortiment bei Rossmann ein paar richtig klasse Schätzchen, die unwahrscheinlich gut funktionieren, wo meiner Meinung nach der DM nicht mithalten kann. Und dann, wenn du dann halt in so Beschreibungen, dann so Ausschmückungen siehst, dann denkst du dir immer, ich habe ja auch vor kurzem die Sonnencremes vorgestellt und da wird halt auch mit Inhaltsstoffen geworben, die halt nur ein bisschen drin sind, die halt im Endeffekt gar nichts bringen, aber man muss es ganz groß draufschreiben, weil dann kauft es der Endverbraucher auch. Ist halt immer schade. Das hier ist wirklich ein gutes Ding. Wenn du jemand bist, der ihr trockene Haut hat und auch dazu neigt, so ein bisschen Hautreizungen zu haben. Das ist ja meistens bei Menschen so, die eben eine trockene Haut haben. Die haben dann meistens auch so eine juckige Haut und so. Da ist das genau das Richtige. Da ist das wunderbar genau das Richtige. Ich habe von einem meiner Mods gehört, dass die Freundin Panthenol allergisch ist. Das ist ja natürlich enthalten. Sollte man natürlich nicht tun. Mir ist aufgefallen, in den allermeisten Produkten, eigentlich in fast allen, ist Panthenol drin und wenn du halt wirklich gegen Panthenol allergisch bist, dann bist du halt wirklich aufgeschmissen. Na, also es ist keine Wunderwaffe in Sachen Hyaluron, absolut nicht, aber es ist ein gutes, echt mega ergiebiges Serum und ich mag es halt, also hier stehen 2 bis 3 Tropfen, ich nehme da immer eine ganze Pipette. Weil ich liebe das, wenn ich das morgens zum Beispiel auftrage und dann diesen frischen Kick auf dem Gesicht habe. Ich liebe das. Ich mag das, weil ich habe halt eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht.
Und wenn deine Haut in Richtung fettig geht, ist es genauso ein Zeichen, ich habe zu wenig Feuchtigkeit, ich muss nachfetten. Wusste ich lange nicht. Ich habe nämlich gezielt früher meine Haut immer ausgetrocknet, durch gedacht habe, das braucht die, ne? Aber dann habe ich das Gegenteil damit bewirkt. Also wenn du fettige Haut hast, auf so Sachen darfst du eigentlich nicht verzichten. Und das ist einfach ein gutes Ding. Für 3,99 Euro kannst du wirklich nichts sagen. Aber so richtig viel erwarten kannst du von der Sache auch nicht. Hier wird halt so ein bisschen mit dem grünen Gedanken geworben. Es ist auch cool, dass man mal ein Serum hat, das nicht so viel Inhaltsstoffe hat. Wenn unter meinen Zuschauern Leute sind, die halt eben darauf achten, ist das wirklich eine gute Gelegenheit, mal sowas zum Beispiel zu kaufen, wenn man nicht zu viel Inhaltsstoffe im Produkt drin haben möchte. Denn alle kennt man wirklich nicht. Ne? Also ich habe auch bei vielen Inhaltsstoffen immer noch Probleme und weiß nicht, was war's. Ich muss das alles nachlesen. Das hat man hier definitiv nicht. Aber so diese mega Wunderwaffe, zwei Phasen Hyaluron, dies, das, Ananas, das kann das Serum nicht bieten. Hier wurde mit Kojak zusammengearbeitet. Ich kann mich noch daran erinnern, als die Inkipedia das Video gemacht hat, dass sie das angemahnt hat. Ich finde Kojak immer noch eine gute Sache für Anfänger. Ich habe mit Kojak angefangen, Inhaltsstoffe kennenzulernen. Kojak ist, man muss immer sehen, aus welchem Blickwinkel Kojak etwas bewertet. Ne? Also man muss sich schon mit den Inhaltsstoffen beschäftigen, aber für einen Anfang und besonders, wenn du im Laden stehst mit deinem Handy, ist es eine tolle Sache, wenn du diese ganzen Mikroplastik-Inhaltsstoffe und so noch nicht kennst, dann ist es eine tolle Sache. Und Kojak hat da mit Isana zusammengearbeitet und hat da diese Serie rausgebracht oder wurden sie bloß bewertet von Kojak? Ich habe keine Ahnung mehr, weil es halt einfach schon eine Zeit lang her ist. Das Einzige, was dieses Serum macht, es klebt. Es klebt. Ja, das ist eine besonders klebrige Angelegenheit, aber was ich da meistens tue, wenn ich es abends auftrage, trage ich danach ein Öl auf, dann klebt es nicht mehr. Und wenn ich es morgens auftrage, trage ich danach so oder so Sonnenschutz auf und da klebt es dann auch nicht mehr. Aber so alleine ist es schon, ich sag's jetzt mal schwäbisch, eine beppige Angelegenheit. Würde ich es nachkaufen? Auf jeden Fall. Ich mag das echt gerne. Aber es gibt noch ein Serum, auch von Isana, was ich wesentlich lieber mag. Das werde ich hier auch noch vorstellen. Aber wenn ich jetzt keine andere Auswahl mehr hätte, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen. Denn Isana, lasst es euch gesagt sein, hat ein paar richtig klasse Schätzchen im Sortiment. Kennst du das Produkt? Hast du es ausprobiert? Weil es ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Was sagst du dazu? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Es ist immer wichtig, wenn du eine komplett andere Meinung hast. Ne? Also jeder hat eine andere Haut und besonders dann reagiert die Haut auch einfach anders. Und deswegen, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.